Viermal sieglos. Samu Haber sieht The Voice Rekord kommen. Bald geht The Voice of Germany in die siebte Runde und startet ab dem 19. Oktober auf Pro7 und ab 22. Oktober auf Sat.1. Auch Sympathieträger und Sunrise Avenue-Frontmann Samu Haber, 41, ist als Koch wieder mit dabei und das mit großer Freude. Dennoch sieht er seinen persönlichen Verliererrekord bereits kommen. Seit 2013 saß der smarte Sänger schon dreimal auf dem roten Drehstuhl der beliebten Gesangskastingshow. Doch der Hottie musste sich immer mit seinen Finalisten gegen seine Koch-Konkurrenz geschlagen geben, erst im vergangenen Jahr gegen den auf uns Interpreten Andreas Burani, 33, und dessen Schützling. Ich denke, kein anderer Koch hat vier Staffeln hintereinander verloren, also entweder ich gewinne dieses Jahr oder ich gehe in die Geschichte ein, scherzt der finnische Songwriter auf seinem Facebook-Profil. Seine Fans finden den lockeren und humorvollen Umgang mit seinen Niederlagen toll. Viele Follower sprechen dem Musiker auch Mut zu, ich glaube an dich oder das packst du, sind nur einige der aufmunternden Kommentare seiner Community. Doch einfach wird es für sicher nicht, denn auch dieses Mal gibt es starke Gegner. Neben Yvonne Katterfeld, 37, und Michi Beek, 49, mit Smudo, 49, geht 2017 auch Mark Forster, 33, an den Start und ersetzt damit. Und nicht zuletzt die Jungs von Fantafia haben bereits bewiesen, dass sie ein Händchen für Talente haben.